WDR 5 Neugier genügt. Mit Sabine Brandy. Das da draußen ist Sommer. Keine gute Zeit für unglücklich Dicke. Klar gibt's auch die anderen, die glücklichen, die selbstbewussten Dicken. Aber die, die ihre Figur lieber unter ganz viel Klamotten irgendwie verschwinden lassen wollen, für die ist ein heißer Sommer jetzt nicht die Top-Jahreszeit. Überall schöne, schlanke, laufen körperbetont angezogen rum oder gleich halbnackt. Reden wir also mal übers Essen. Nicht über 114 erfolglose Diäten, sondern übers Essen. Und zwar mit Maria Sanchez. Weil sie sagt, wer darunter leidet, wie viel und wann er oder sie isst, sollte das Problem bei der Wurzel packen. Beim Hunger. Guten Tag nach Hamburg, Maria Sanchez. Einen schönen guten Tag, Frau Brandy. Sie waren 5, als Sie mit der Familie aus Malaga in Spanien nach Deutschland gekommen sind. War das auch ein Neuanfang in Sachen Essen oder hat Ihre Mama komplett weiter Spanisch gekocht? In meinem Fall war es tatsächlich sogar ein bisschen anders, weil ich in den ersten Jahren meines Lebens noch schlank war und meine Gewichtszunahme begann mit 6 Jahren. Davor auf den Fotos bin ich wirklich ein sehr zartes Mädchen und dann ging es langsam los, dass ich in die Breite ging und dann begannen die Probleme. Mhm. Waren Sie einziges Kind? Nein, ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich und ist dementsprechend auch mit nach Hamburg gekommen. Ja. Wo haben Sie gewohnt? Gleich von vornherein in Hamburg. Also wir sind nie irgendwo anders hingezogen. Und natürlich war das erstmal auch ein bisschen ein kleiner Schock, denn mein Bruder und ich sprachen ja die Sprache nicht, mussten aber sofort in den Kindergarten gehen und waren dann so ein bisschen orientierungslos. Aber wir hatten das große Glück, eine sehr, sehr nette Kindergärtnerin zu haben, die sich auch Privatzeit genommen hat, uns ein bisschen zu betreuen und uns die Sprache auch näher zu bringen. Ja. Wie viel wiegen Sie heute? Ich wiege 60 Kilo bei 1,65 Meter. Und das war ja nicht immer so, aber ich bin sehr zufrieden heute mit meinem Gewicht. Was war denn Ihr schlimmster Wert auf der Waage, wenn Sie zurückdenken? Ja, der schlimmste Wert war 90 Kilo, also 30 Kilo mehr als heute. Das war für mich damals eine sehr schlimme Zeit. Mhm. Wann hat das angefangen bei Ihnen, das Essen, dass die eigene Figur ein Problem geworden ist? Für Kinder ist es ja eigentlich keins. Also dicke Kinder haben noch kein Problembewusstsein. Das fängt ja eigentlich ein bisschen später an. Wann bei Ihnen? Also Kinder werden ja schon manchmal sehr früh auch gehänselt. Ne? Kinder können wunderbar liebevoll sein, aber auch ziemlich grausam sein untereinander. Und in meinem Fall war es so, dass in meiner Familie es sehr früh Thema war, dass ich zu dick sei. In meiner Familie durften die männlichen Personen Übergewicht haben, aber die weiblichen eben nicht. Und so bin ich schon sehr früh in dieses ganze Fahrwasser reingekommen. Ich habe aber viele Jahre es tatsächlich immer mehr oder minder geschafft, mein Essensmonster, wie ich es damals genannt habe, damals glaubte ich noch an den inneren Schweinehund, immer wieder in den Griff zu bekommen. Und richtig aus dem Ruder richtig gelaufen ist, ist dann, als ich meinen Zusammenbruch hatte mit Anfang 20, da gab es kein Halten mehr und da half nichts mehr. Da hatte ich eine Stoffwechselerkrankung und habe in wenigen Wochen 22 Kilo dann zugenommen und war dann auf dem Höchstgewicht. Von wem kam das bei Ihnen zu Hause? Vom Vater? Die Mädchen haben gefälligst schlank zu sein oder von der Mutter? Vom Vater. Meine Mutter hatte ebenfalls ein starkes Essproblem und wir haben uns öfter auch getroffen in der Küche, um heimlich zu essen. Das waren immer so unsere Verabredungen eine ganze Weile. Also derjenige, der da wirklich ein bestimmtes Vorstellungsbild hatte, wie ich auszusehen hätte, war in dem Falle mehr mein Vater. Hm. Haben Sie ihn trotzdem geliebt? Ich habe ihn nicht nur geliebt, ich habe ihn damals fast vergöttert. Also ich habe das gemacht, was Kinder ja manchmal tun. In meiner Familie gab es viel Gewalt. Meine Kindheit war von Gewalt begleitet. Und damit dann nicht eine zu große Diskrepanz ja in einem selber entstehen kann, können Kinder oft den Täter eben nicht als Täter identifizieren, sondern gehen oft ins Gegenteil. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Ich habe ihn dann sehr stark verherrlicht. Heute kann ich sagen, aber mittlerweile ist er auch tot. Ich kann wirklich sagen, dass ich eine Liebe für ihn empfinde und auch für die Tragik der ganzen Situation. Haben Sie ihn denn noch zu Lebzeiten mit seiner Gewalt konfrontieren können? Ja, das habe ich und zwar tatsächlich auch schon vor vielen Jahren. Das hat aber zur Folge gehabt, dass ich die Familie verlassen musste. Mein Vater war ein alter, stolzer Andalusier und da
gab es das quasi nicht, dass eine Tochter sich gegen den Vater stellt. Und die Konsequenz war, dass ich mit in dieser ganzen schlimmen Zeit mit Anfang 20 eben nicht nur innerlich einen Zusammenbruch hatte aufgrund der Gewalterfahrung meiner Kindheit, sondern tatsächlich auch im Außen aus dem Nest gefallen bin. Das klingt jetzt natürlich ganz schrecklich und war es auch, aber im Nachhinein konnte ich dadurch einen ganz eigenen Weg für mich gehen, für den ich heute sehr dankbar bin. Ich stelle mir gerade noch die in der Hölle sitzende Maria Sanchez vor, die merkt, ich kann meinen Vater damit konfrontieren, dass er mich beschädigt hat und das hilft überhaupt nichts. Ich bin mit mir selber nicht einverstanden, so wie ich da bin. Ich bin krank. Dann versucht der Mensch ja normalerweise mit Diäten wieder Kontrolle über das eigene Leben und über den eigenen Leib zu bekommen. Haben Sie es auch versucht? Ja, ich habe mein ganzes Leben ja vorher immer Diäten gehalten. Ich war ja wirklich diätsüchtig, auch sportsüchtig. Ich habe auch Nachtsport gemacht, um mein Pensum zu erfüllen. Ich habe immer wieder versucht, diese unglaubliche Gier, die ich in mir gespürt habe, dieser Druck, dieser Suchtdruck, wie ich heute eben sage, immer wieder in den Griff zu bekommen und habe unzählige Diäten gemacht. Und was eben bei dem Zusammenbruch so schlimm ist, mit Anfang 20 eben auch war, da ging nämlich keine Diät mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, in einen weiteren Kampf gegen mich selber einzuziehen. Und das Gute war, dass ich ein Resümee ziehen konnte. Was hat mir das ganze Diäthalten denn eigentlich in all den Jahren gebracht? Und unterm Strich kam ich vielleicht zeitweilig bei einer Zahl auf der Waage an, aber nie bei mir selbst. Ich war immer im Krieg. Auch wenn ich schlank war, fühlte ich mich immer, immer zu dick. Ja. Das ist die Stimme von Maria Sanchez. Sie coacht Menschen im Umgang mit Hunger und sucht die verborgenen Ursachen, wenn dieser Hunger nichts mehr mit satt oder nicht satt zu tun hat. Dass sie durch die ganzen Höllen verschiedener Diäten gegangen sind, haben wir gerade gehört. Die eigentliche Diäthölle ist ja auch Leiden für nichts und wieder zunehmen. Oder haben Sie es geschafft damit? Also ich bin ja dann einen ganz anderen Weg gegangen, dadurch, dass ich eben nicht mehr die Kraft hatte, weiter einzusteigen, um gegen mich zu kämpfen, bin ich sehr, sehr intensiv der Frage nachgegangen, warum esse ich denn eigentlich mehr, als mein Körper eigentlich braucht? Diese Frage hatte ich mir damals nie gestellt. Es gab mich nur als disziplinierte Person oder als Versagerin. Und das kann ja unglaublich schmerzhaft sein, wenn man abgenommen hat und dann plötzlich sieht, wie die ganzen Kilo wieder drauf geht. Das geht ja nicht um die Kilo. Es geht eben wirklich um das Empfinden von, ich habe wieder versagt. Ja. Und ich habe dann angefangen, einen ganz eigenen Weg zu gehen. Ich habe mit mir selber die Vereinbarung getroffen, ich werde keine weitere Diät machen, ich werde keine weiteren Diätprodukte essen. Ich erkunde wirklich, was ist los, wenn ich essen möchte, obwohl ich keinen körperlichen Hunger habe. Und so begann eine ganz intensive Forschungsreise, auf der ich 30 Kilo verlieren durfte und die ich eben seitdem auch nie wieder zugenommen habe, weil auf dieser Forschungsreise ging es wirklich um die biografischen Kilo, das psychische Gewicht. Ja. Sie sagen, diese Frage, warum esse ich eigentlich, das ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Mit dieser Frage kann man ja überhaupt sich eine neue Richtung geben oder schaffen. War das damals auch durch Jeanine Roth angestoßen? Das war ja in den 80ern dieses Buch Feeding the Hungry Heart, also Essen als Ersatz. Die hat ja eigentlich als erste die Frage gestellt. Also als allererste hat es Susi Orbach gestellt mit dem Anti-Diät-Buch. Stimmt, mit dem Feminismus. Genau, ne? Und das war das erste Buch, was ich gelesen habe. Und dann kam später Jeanine Roth dazu. Aber für mich war nicht der Ausgangspunkt ein Buch, das hätte ich mir sehr gewünscht, das kam leider auch ein bisschen später, sondern am Anfang war es tatsächlich der Impuls, dieser Frage in mir nachzugehen und natürlich auch die Entdeckung, dass das Erkennen der Gründe alleine nicht reicht. Denn wenn ich dann natürlich weiß, ich esse, weil ich traurig bin, dann bin ich ja immer noch traurig. Also was mache ich jetzt mit der Traurigkeit? Mhm. Und was ich dann eben getan habe in einem Trial-and-Error-Verfahren, war eben unzählige Übungen für mich zu entwickeln. Und die meisten sind wirklich in den Papierkorb gewandert. Aber manche Übungen hatten Bestand, sodass ich immer wieder den Essdruck als
ja als eine Art Wegweiser genutzt habe zu den tiefer liegenden Gründen. Also, das müssen Sie mir ein bisschen erklären. Ja, gerne. Was sind das für Übungen? Das sind Übungen, die sich ganz intensiv mit dem inneren Körper beschäftigen. Also zum Beispiel, um es ein bisschen greifbarer zu machen, es gab einen Abend, da hatte ich wieder Essanfälle, also es war für mich nicht möglich, vom Essen zu lassen, und ich ging immer wieder in die Küche und ich wollte das nicht. Ich fühlte mich wie fremdbestimmt. Ja, natürlich ist es meine Hand, die da zum Essen griff, aber ich fühlte mich wie automatisiert. Und dann habe ich mir damals die Frage gestellt, wenn es nur ein Gedanke wäre, der mich immer wieder zum Essen greifen lässt, dann müsste ich doch nur einen Gegengedanken haben. Also wo und wie nehme ich denn eigentlich diese Gier, diesen Druck, diesen Essdruck wahr? Und für mich war es dann sehr schnell in meinem Gespür, als wenn ich ein Loch hätte in meinem Hals. Mein Essdruck saß bildlich eben gesprochen wie ein Loch in meinem Hals, und ich hatte das Empfinden, ich versuche dieses Loch zu stopfen. Und von da an war mir sofort klar, dieses Loch ist immer da gewesen und wird auch bleiben, wenn ich nur so viel esse, dass mein Bauch beginnt weh zu tun, dass ich so abgedämpft und voll bin, dann spüre ich dieses Loch nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, mit diesem Loch ein bisschen mehr in Kontakt zu treten. Dann habe ich gemerkt, dass wenn ich in den inneren Körper ein bisschen feiner noch meine Wahrnehmung hineinschule, dann war bei mir, das ist bei jedem unterschiedlich, bei mir war dieses Loch gefüllt mit vielen Schreien. Und dann habe ich diese Schreie gehört und dann habe ich diese Schreie langsam ausgedrückt. Und so sind ganz langsam Übungen mit dem inneren Körper entstanden, die mir eine enorme Befreiung gebracht haben und die ich immer weiter verfeinert habe. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das tue, geht der Essdruck weg. Wenn ich das, was eigentlich abgedämpft werden soll, quasi in einen Prozess mit mir bringe und es befreien kann, dann brauche ich nichts mehr zum Abdämpfen. Dann war der Essdruck weg und für mich war das magisch. Ja, ja, also diese Schreie, das kann ich mir vorstellen, dass das eine Etappe ist auf einem Weg zu einer Lösung oder Verwandlung. Sind Sie denn auch an die Ursache rangekommen? Ja, das ging noch weiter. Also das ist wirklich wie ein ganz feines Navigationssystem, was ich dann innerhalb der nächsten Jahre ja entwickelt habe für mich und wo ich in immer feinere Tiefen auch kommen durfte. Also ich bin natürlich an sehr schmerzhafte biografische Erlebnisse gekommen und ich hatte das große Glück, denn es waren ja traumatische Erlebnisse, dass ich eine Therapeutin auch mir suchen durfte, die es sehr, sehr unterstützt hat, dass ich diese Übung entwickle. Ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn sie das nicht gemacht hätte. Also sie hat mir sehr guten Rahmen gegeben, damit ich da weiter forsche. Und so bin ich dann langsam auf die biografischen Bühnen gekommen, übrigens auch viele, die ich schon lange vergessen hatte. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, unser Körper war überall dabei. Unser Kopf kann vieles verdrängt haben. Deswegen, wenn wir darüber reden, kommen wir oft an Grenzen. Aber wenn wir auf das Fühlen gehen und auf den inneren Körper gehen, dann war er ein Zeitzeuge. Er ist ein Zeitzeuge dieser damaligen Zeit. Und so habe ich dann langsam auf den biografischen Bühnen eben das mir ermöglichen können, was ich eine zweite Kindheit nenne. Ich konnte eben langsam die Person für mich sein, die in meiner Kindheit gefehlt hat, und so durften langsam Wunden heilen. Ja, das heißt, ich verstehe, das Modell sieht so aus, eine Therapeutin und eine Klientin, die sich auf den Weg macht. So war es bei Ihnen und das machen Sie jetzt mit anderen? Genau, allerdings gehe ich noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, dass es letztlich darum geht, dass Menschen lernen, sich selbst emotional zu begleiten. Also ich habe ja nicht nur diese Art, in Anführungsstrichen Selbsttherapie, ganz respektvoll gesagt, nicht nur in der Sitzung mit meiner Therapeutin gemacht, sondern vor allen Dingen in den 6 Tagen dazwischen. Ich war einmal in der Woche dort. Und so ist es auch bei den Menschen, die zu mir kommen. Ich glaube, dass es darum geht, in kleinsten Schritten, im Rhythmus, der für jeden Menschen stimmig ist, zu lernen, sich selbst innerlich zu navigieren, sodass diese Übungen eben wirklich erlernt werden können. Und in der Therapiestunde natürlich mit diesem Rahmen können wir tiefer gehen, aber nicht jeder Mensch braucht eine Therapie, wenn er eine Essproblematik hat. Es gibt ja unterschiedliche Grade
der Suchtstruktur. Und für meine Klienten, auch die zu mir kommen, die sind nicht davon entbunden, da wirklich zu lernen, sich selbst emotional zu begleiten, denn sonst besteht die Gefahr, dass ich zum neuen Suchtmittel werde. So nach dem Motto, ich brauche unbedingt die Therapie, ich gehe jede Woche dahin, dann geht's mir wieder gut. Aber es geht ja darum, dass wir selbst die Expertin für uns werden, dass wir uns auf dieser Ebene emotional selbst im guten Sinne ermächtigen können. Und bis die Klientin bei Ihnen zu dieser Selbstermächtigung kommt, findet sie auf ihrer Website und auch in ihrer Arbeit eben grundsätzlich viele Hilfen, wo sie begleitet wird. Ich habe gelernt, dass man bei Ihnen Basismitglied sein kann und erweitertes Mitglied in der Community. Und da geht zum Beispiel, was habe ich da gefunden, die Arbeit an der Grenze. Ist leider nicht in der erweiterten Mitgliedschaft enthalten, kostet extra. Aber was ist das? Genau, die Arbeit an der Grenze, das ist, wenn jemand merkt, an einer bestimmten Stelle, auch in der emotionalen Selbstbegleitung, komme ich einfach nicht weiter. Ich habe eine Grenze. Ich merke, die Tools, die ich habe, an der einen Stelle weiß ich nicht, wie ich jetzt weitergehen kann. Denn dadurch, dass dieser Ansatz, den ich vertrete, nicht sagt zu den Menschen, tu dies und tu das, sondern dieser Ansatz geht mit dem Prozess. Wir geben Tools an die Hand, ich gebe Tools an die Hand und dann lernt die Person selbst, sich innerlich zu navigieren. Ich könnte auch sagen, die Sprache des inneren Körpers langsam zu verstehen und auf sie zu antworten. Und dann kann es sein, dass man an Grenzen kommt. Muss nicht, aber kann sein. Und wenn man an Grenzen kommt, eben wo man nicht weiter weiß, dann kann man, wenn man möchte, an der Stelle mit einem Sehnsucht- und Hungertherapeuten sprechen. Diese Ausrichtung, die ich vertrete, da heißt Sehnsucht und Hunger. Mhm. Und kann sich da wie einen neuen Impuls holen. Aber das Credo bleibt die ganze Zeit immer Hilfe zur Selbsthilfe, weil das ist das, was uns letztlich in eine Freiheit führt und nicht, dass wir abhängig von jemand anderes sind. Ja. Was ist ein Webinar? Ja, ein Webinar ist eine Veranstaltung, die ich einmal im Monat mache, wo ich über bestimmte Themen, die mit dem Essproblem zusammenhängen, so kurze Vorträge halte und wo Menschen auch mich anrufen können, mit mir sprechen können, zum Beispiel an welchen Grenzen sie stehen. Das heißt, es ist eine sehr intensive Veranstaltung von über 2 Stunden, wo ich einmal im Monat einfach gerne mit den Menschen auch in den Austausch gehe. Ja, sagt Maria Sanchez, die Erfinderin des Systems Sehnsucht und Hunger. Sie hat den emotionalen Hunger kreiert, also den Hunger, der eigentlich nichts mit Blutzuckerspiegel sinkt oder Leptinhormon ist zu niedrig zu tun hat, sondern mit ganz anderen Gründen, mit biografischen. Und da ist ja auch jede Beschädigung ganz individuell. Geht trotzdem ein standardisierter Übungskatalog in Resonanz mit dieser ganz individuellen Beschädigung? Ja, und zwar deshalb, weil diese Übungen eben nicht darauf ausgelegt sind, dass wenn man bei A startet, man auf jeden Fall bei C irgendwann landet, sondern es sind Tools, die einem helfen, eben diese Sprache des inneren Körpers wirklich verstehen zu können. Wir haben zum Beispiel im Außen natürlich unsere Sinne. Wir sind unglaublich häufig, zumindest die meisten, noch sehr stark nach außen orientiert. Aber alle Sinne haben wir ja auch nach innen. Wir haben ja nicht nur im Außen ein Bild, wenn wir schauen, sondern wir können auch innerlich Bilder sehen. Wir können innerlich Dinge hören. Und diese Wahrnehmungsschulung der inneren Sinne ist ein großer Aspekt dieser Übung für den inneren Körper. Und das kann jeder erlernen, sodass ich ganz gleich, wo ich auf meinem individuellen Weg dann mich befinde, kann ich anhand dieser Übung lernen, mich dort zu navigieren. Ja. Also sie sind nicht ergebnisfixiert, sondern sie sind prozessorientiert und dadurch ist das möglich, genau. Ja. Ich habe sie im Fernsehen, also im Internet, wo es dann in der Mediathek war, gesehen, auf dem roten Sofa des NDR. Ja. Und sie haben eine Klopftechnik gezeigt. Ja. Der wollte, wie alle Journalisten natürlich auch, geben Sie mal Beispiel. Genau. Was war das? Genau, also es gibt Menschen, die zu mir kommen, die aufgrund des jahrelangen Diäthaltens überhaupt nicht mehr fühlen können, ob sie eigentlich hungrig sind
oder nicht. Da ist das Gespür dafür für den Körper ein bisschen verloren gegangen und viele Menschen schauen dann eher auf die Uhr und gucken, okay, es ist 13 Uhr, ich habe Hunger, aber überprüfen gar nicht für sich, ist das eigentlich wirklich für mich der Fall gerade, habe ich gerade Hunger? Denn wir sind ja nicht jeden Tag gleich, ne? Unser Stoffwechsel ist ja nicht jeden Tag gleich. Und da habe ich eben vor vielen Jahren eine kleine Übung entwickelt, um das ein bisschen besser für sich greifen zu können, überprüfen zu können, habe ich körperlichen Hunger. Zum einen muss man sagen, davor vielleicht, weil sonst macht das nicht so viel Sinn, gilt es ja erstmal, die Unterscheidung zwischen körperlichen und emotionalen Hunger für sich spüren zu können. Und da würde ich jedem empfehlen, wenn möglich zu warten, denn der körperliche Hunger kommt bestimmt, bis körperlicher Hunger aufkommt und dann die Merkmale, die damit einhergehen, zum Beispiel ein Loch im Bauch, ein Vakuum, ein Ziehen, ein flaues Gefühl, das wirklich gut greifen zu können, um dann die Abgrenzung eben zum emotionalen Hunger zu machen. Und wenn jemand Probleme hat, aber grundsätzlich in sich hineinzuspüren und zu überprüfen, habe ich denn eigentlich körperlichen Hunger? Was ist denn das? Was sind denn da für Signale? Dann kann man mit seinen Händen den Bauch- und Magenbereich richtig abklopfen, sodass es nicht wehtut, aber dass die gesamte Durchblutung angeregt wird. Und wenn man dann loslässt nach vielleicht 30 Sekunden oder 45 Sekunden, dann kribbelt das in diesem Bereich. Das heißt, wir können dann diesen ganzen Bereich, wo sich Hunger oft bei vielen Menschen oft meldet, feiner wahrnehmen. Ja. Wie viele haben Sie schon glücklich losgelassen in ein Leben ohne Maria Sanchez und mit sich selbst? Also ich bekomme ja nicht von allen Rückmeldungen. Manche Menschen schreiben uns wunderschöne Dankesmails und da bin ich immer sehr berührt. Ich habe in all den Jahren über 1200 Menschen begleiten dürfen in Gruppen, in Ausbildungsgruppen, in Seminaren und Therapien. Und da sind eben viele dabei. Auf meiner Website sind ja auch Erfahrungsberichte zu sehen, die eben auf diesem Weg einen ganz neuen Pfad für sich entdecken konnten. Auch Menschen, die als austherapiert galten. Zu mir kommen Menschen, die eben so viele Jahre schon versuchen, von dieser Essproblematik loszulassen und mitunter über 20 Jahre schon in Therapien sind. Aber weil bisher eben eigentlich immer mit Ernährungsplänen gearbeitet wird und wir und ich das eben gar nicht mache. Ich glaube, Ernährungspläne sind ein Teil des Problems, weil sie immer noch in der Schiene fahren. Wenn du dich an den Plan hältst, bist du gut. Und ja, genau, wenn du nur alles richtig machst. Ganz genau. Und das ist ein Teil des Problems, weil es da immer eine rebellische Seite gibt, die sagt, ich tue nicht, was du mir sagst. Und dadurch, dass wir von einem ganz anderen Ansatz kommen und eben wirklich den Essdruck als Wegweiser nehmen und nicht mit Verboten oder Reglementierung laufen, dadurch erfahren Menschen eben plötzlich Dinge, die sie bisher eben vielleicht noch nicht erfahren konnten. Haben Sie mit Ihrer Mutter mal darüber sprechen können, was da für eine Philosophie im Hause Sanchez geherrscht hat und dass Sie sich nicht unterstützt gefühlt haben von ihr? Ja. Also in meinem Fall ist es jetzt nun so, dass in meiner Familie, wie ich ja vorhin sagte, ich eben ab einem bestimmten Punkt, wo ich gesagt habe, das und das ist mir passiert, leider keinen Anklang fand, sondern da eben also die Drähte zur Mutter sind auch gleich gekappt? Genau, ich habe also über viele Jahre gar keinen Kontakt, also die haben sich alle von mir abgewendet. So. Aber das ist lange, lange her. Für mich ist das heute fast wie ein zweites Leben. Auch mein Bruder habe ich viele Jahre nicht gesehen. Und ich habe jetzt seit einigen Jahren wieder Kontakt zu meiner Mutter und fühle mich heute eben auch überhaupt nicht mehr in diesem Spannungsfeld. Es ist nicht so, dass meine Mutter sagt, dass alles wahr ist und alles richtig, was ich sage und so. Aber für mich ist das nicht mehr wichtig. Ich fühle mich, was das betrifft, sehr, sehr heil und durfte da wirklich viele schöne Dinge für mich erfahren. Und wenn man nicht mehr das Empfinden hat, eine Wunde blutet, dann gibt es auch nicht mehr die Notwendigkeit, den Täter zu sagen, du hast das zum Bluten gebracht. Ich entschuldige gar nichts. Das ist wirklich nicht schön gewesen damals. Aber es gibt eben nicht mehr etwas, was da in einer Reaktionsschleife hängt und sagt, du musst aber mich anerkennen. Darauf warte ich nicht mehr. Ist es Sehnsucht oder ist es wirklich Hunger? Das war die Redezeit mit Maria Sanchez, die sich dieses System der Selbstheilung ausgedacht hat und dazu auch Bücher geschrieben. Die kann man finden, wenn man Sehnsucht und Hunger googelt. Vielen Dank für Ihre Zeit mit WDR 5, Maria Sanchez.
Vielen Dank. Danke an Sie.